Fitness mit einer kugelförmigen Hantel. Kettlebell-Lifting ist eine antike Sportart, die vor allem in Osteuropa beliebt ist. Marcel Freuler hat den Kettlebell-Lifting-Verein Schweiz im Schulhaus Kolbenacker in Zürich-Seebach besucht. Schon vor 5.000 bis 6.000 Jahren haben sich die Chinesen mit der Sportart Kettlebell-Lifting beschäftigt. Auch die Römer, Griechen und Russen haben Wettkämpfe mit Kettlebells gemacht. Kettlebell bedeutet auf Deutsch Kugelhantel. Die Kugeln gibt es in verschiedenen Gewichtsklassen. Traditionell sind Kettlebells 16, 24 und 32 kg schwer. Das Ziel der antiken Sportart ist, die Kugeln auf eine intelligente Art und Weise in die Luft zu heben. Sonja Kervia ist die Präsidentin des Kettlebell-Lifting-Verein Schweiz und ist im Jahr 2012 in ihrer Alterskategorie Vize-Weltmeisterin geworden. Girja, das ist der russische ursprüngliche Ausdruck für Kettlebell. Und Girja ist nichts anderes als ein Gewicht. Und Kettlebell-Lifting, eben wie gesagt, wir heben Gewicht, aber wir nutzen die physikalischen Kräfte, die hier entstehen, auf eine intelligente Art und Weise. Kettlebell-Lifting war früher eigentlich ein männerdominierter Sport. Im Kettlebell-Lifting-Verein Schweiz hat es aber viel mehr Frauen als Männer. Ich vermute, dadurch, dass ich eben selber eine Frau bin und zusätzlich eben noch aktive Wettkämpferin im Kettlebell-Lifting, habe ich einen anderen Zugang zu den Frauen. Bei mir gibt es keine Models an sich. Sie sind gross, klein, dick, dünn, jung und älter. Danita Moser macht Kettlebell-Lifting schon seit einem Jahr und weiss genau, auf was sie achten muss. Also wichtig ist, dass man den Schwung nicht unterbricht. Wenn ich jetzt zum Beispiel so runtergehe und sie in Bewegung versetze und dann einfach mitgehe. Mit dem Schwung mitgehe. In die Knie gehe und mitgehe und hinten gehe. Dass man den Schwung, den natürlichen Schwung nicht unterbricht. In der Schweiz gibt es noch keine Kettlebell-Lifting-Liga, wo verschiedene Vereine gegeneinander antreten. Kettlebell-Lifting ist eine Sportart für alle, ob jung oder alt, spielt keine Rolle. Das hat sich auch Teddy Rickard aus Oberglatt gesagt. Die 73-Jährige ist noch topfit und schwingt bis zu 6 Kilo schwere Kugeln durch die Luft. Ja, anstrengend. Also die halbe Stunde, die wir üben, sind schon noch. Aber man mag es also gut machen. Eben, wenn man nicht so viel Gewicht hat, man muss ja nicht 26 Kilo nehmen. So. Es geht ja um die Bewegung, oder? Dass man alle Gelenke braucht, alle Muskeln. Es braucht viel Übung und Ausdauer, wenn man Kettlebell-Lifting macht. Es werden vor allem die Muskeln in der Rumpfgegend trainiert, was einen schnell mal müde macht. Technik, die auch sehr anstrengend ist, bis du es mal gelernt hast. Also, obwohl du eigentlich relativ wenig mit der Kraft machst und mit dem Schwung, musst du trotzdem auch lange an der Technik feilen. Und meistens machst du es halt einfach also recht eine lange Zeit, sodass es von der Ausdauer her anstrengend ist. Teddy Rickard hat sich dazu entschieden, an der Schweizer Meisterschaft anzutreten. Sie macht sich schon mal darauf gefasst, dass die Schiedsrichter das dann ganz genau nehmen. Und das muss ganz genau, muss das gerade oben sein, sonst winkt er gerade ab und dann zählt es nicht. Sie zählen dann, wie lang, also wie viel Bewegungen du machst. Oder also auf 10 Minuten oder so. Ja, die nehmen schon genau. Am 24. November veranstaltet der Verein aus Seebach eine Benefizveranstaltung, wo unter Kettlebell Lifting Insiders auch als Schweizer Meisterschaft angeschaut wird. Mit dem gesammelten Geld wird der Bau von Trocken-WCs in Afrika unterstützt. Es haben sich schon Teilnehmer aus Andorra, Frankreich und Deutschland angemeldet.